Elektromobilität ist ein globales Problem, weil weltweit wird den Menschen das Wasser abgegraben für die Schürfung von Lithium und Kobalt und wie die ganzen Zutaten für diese Scheißbatterien heißen. Hinter uns ist die Wasserkatastrophen-Factory Tesla. Dort werden E-Autos produziert für die Profite von einem Konzern. Tesla ist ein Riesen-UFO, was in einem Wasserschutzgebiet am Rande von Berlin gelandet ist. Und das ist ein ganz großes Problem für die Menschen hier vor Ort, aber auch für die Menschen in Berlin, weil Tesla in den Wasserhaushalt eingreift. Einmal durch die Gefahr von Schadstoffeinträgen ins Grundwasser, aber auch durch das hohe Level an Wasserverbrauch. Und zwar auf Kosten von dem Wasser von Menschen hier in Brandenburg und Berlin. Heute ist ein Hitzetag. Die Wälder haben hier schon gebrannt und es gab Unwetter. Heißt, die Klimakrise und die Wasserkrise sind schon da. Also wir haben jetzt hier schon eine Limitierung des Wasserverbrauches von 105 Liter pro Person pro Tag. Wir haben hier einen massiven Eingriff, das ist einmalig in Deutschland. Ja, das regt mich auf. Hier wird ein Auto produziert, was den Profit von was steigert. Hier zeigt sich, warum der Autokapitalismus und E-Autos keine Lösung sind. Wir brauchen weniger Autos und einen sofortigen Ausbau von Nahverkehr für alle. Die Politik schützt gerade nicht unsere Lebensgrundlagen, nicht unser Wasser, sondern die Profite von Tesla.